Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen weiter Wolfenstein, The New Order. Und wir sind gerade auf dem Mond. Und wir haben gerade einen Raumanzug gefunden und jetzt geht's, glaube ich, nach draußen. Ich bin ein bisschen gespannt. Und springen ist jetzt auch geiler, okay. Oh, ist das schön. Guck mal. Ich dürfte ja eigentlich nicht sterben, wenn ich da jetzt runterspringe, ne? Aber das probieren wir mal nicht. Ich glaube, da oben lang wäre auch schön gewesen. Gut. Können wir uns jetzt nicht aussuchen. Gehen wir heute hier lang. Ein kleiner Schritt für die Menschheit. Aber ein ganz, ganz großer Schritt für Gamer. Super Spiel. Oh, ich merke schon. Lass mich raten. Mondsonden. Kackbratzen. Aua. Hort. Ey. Oh, wie mich das Ding weghaut. Wie mich das Ding weghaut. Lässt es wenigstens ein bisschen Energie da? Oh, oh. Oh, oh. Der Sound ist auch ganz anders hier, ne? So dumpf. Erschreckend, wie leise es auf dem Mond ist. Hier hört dich keiner schreien. Ja! Nee, ist wirklich hübsch. Da ist die Erde! Hallo. So, das Ding kommt jetzt 3 Wochen später an. Was ist das da? Kann ich da rüberspringen? Ich glaube, ich muss da rüberspringen. Aber ich kann ja jetzt auch, weil ich auf dem Mond bin. Pass auf. Was ist das hier? Eine Lampe? Scheint so. Okay, Obacht, junger Mann. Hui! Oh, zu weit. Nein, nicht weit genug. Oh, jetzt bin ich tot. Das haben sie jetzt aber nicht so schlau gelöst, ne? Weil eigentlich, man kann ja einfach runterfallen, kein Problem. Aber wer will schon da ganz wieder hochlaufen, das ist auch wieder richtig, ne? Okay, jetzt müssen wir wieder die Dinger hier natzen. Hab ich. Das Ding hier muss man halt nie nachladen, ne? Ey. Weil das geht nicht. Also du kannst es halt nur aufladen an diesen Energiedingern oder du sammelst halt Batterien auf, ne? Ich weiß nie, ob ich damit treffe oder ne. Oder doch, oder ne. Sowas, okay. Und jetzt haben wir sehr, sehr wenig Energie nur noch übrig. Und ich glaube, wie gesagt, ich muss hier jetzt komplett einmal darüber springen. Nicht erst auf die Zwischendings da. Oh. Oh shit. Bam. Geil. Was ist hier? Nichts. Energie. Und das Ding lädt nämlich gar nicht automatisch nach. Nur mein anderes Energieding lädt automatisch nach. Das empfinde ich als Problem. Durchaus. Okay, bin wieder da. Können wir das Ding wieder ablegen? Oh, yes. Ich sollte mich doch eigentlich melden bei meinen Kumpels auf der Erde, wenn ich einen Raumanzug anhabe. Okay. Dann halt nicht. Und wo müssen wir lang? Ich glaube, dass es so erstmal okay ist, wenn wir hier lang gehen. Was ist das denn hier? Ich erinnere mich an diesen Moment, damals im Lager. Ich kannte sie gut. Zäh, mit eisernem Willen. Keine Familie mehr, alle tot. Der Glaube, er hat sie am Leben erhalten. Ich habe so einen starken Glauben nicht. Für mich muss es überall Zweifel geben. Sonst ist kein Platz für Fragen, zum Lernen. Dieser Ort hier ist das Ergebnis gnadenloser Überzeugung. Absolute Gewissheit führt hierher. Und trotzdem glauben Sie? Ich frage mich, was für ein Gott so viel Leid zulässt. Und ich frage mich, ob ich noch an ihn glauben kann. Vielleicht will er uns prüfen. Möglich. Und wenn das so ist, dann versagen wir kläglich. Nee.
Nee. Uah. Oh, shit. Er hat sich gerade dieses Tattoo rausgeschnitten. Einfach mal abgerissen, das Stück Haut. Wolltest du da vielleicht noch ein Pflaster drauf machen, Digga? Das... Oh Gott, ist das ekelhaft. Okay, wir haben zwei Signale hier wieder irgendwo. Da muss man sich gleich wieder konzentrieren, ne? Computer-Entschlüsselungscodes. Oh, wir haben wieder irgendwas Neues bekommen. Muss ich mal nachgucken. Nee, Waffe. Vorteile. Oh nein. Wo ist jetzt sammelbar? Oh Gott. Rüstungsaufnahmen, Charaktere, Zeichnungen, Goldbriefe, Enigma-Codes. Jetzt habe ich diesen blöden Code eingesammelt und weiß nicht, was ich für die Waffe bekommen habe. Mondbasis. Codes. Ich bin Commander, jetzt muss ich nur noch diesen verfluchten Code finden. Ja, aber wo ist denn jetzt hier mal eine Waffenverbesserung, Digga? Heimlichkeit. Hier denkt man an Briefe, Goldzeichnung, Charaktere, Aufnahmen. Achso, das ist der Soundtrack. Nee? Okay, Rüstungsverbesserung und so. Und wo ist die fucking Waffenscheiße? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Gut. Dann machen wir halt nichts mit der Waffe. Mir soll's recht sein. Okay, Codes finden, Codes finden, Codes finden. Wo sind die Codes? Und wo sind die blöden Kommandanten? Ei, ei. Oh, da ist so ein großes Viech. Den haben wir schon mal erledigt. Ich glaube, diese großen Dinger kann man natürlich jetzt nicht einfach mal von hinten natzen, ne? Das ist natürlich jetzt ein Problem. Das stellt jetzt natürlich ein kleines Problem dar. Schauen wir mal, was wir hier anrichten können. Oh. Oh, geil. Den habe ich getötet, bevor das die anderen gesehen haben. Und da hinten ist auch noch einer. Aber dazwischen ist leider auch noch einer. Okay. Hauptsache, der da sieht uns erstmal nicht. Den kriegen wir auch schon irgendwie. Wir können jetzt auch leiser sprinten, ne? Oh. Hat er uns gesehen? Nee, oder? Boah, war das schon wieder gut, ey. Tschüss, ihr Trottel. Nice. Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich viele Sachen nicht gefunden, aber da müssen wir jetzt durch. Ja, cool, man kann auch schleichen. Nein, wir sind schon ziemlich viel geschlichen. Ist mir auch aufgefallen. Was ist jetzt? Hier wird, glaube ich, gleich sehr viel gekämpft. Ich sehe keine Signale, das ist schon mal gut. So, Dingsack. Du willst Stress? Du willst Stress? Kriegst du? Kriegst du, Digga? Kriegst du? Kriegst du alles? Alles dabei. Oh. So. Haben wir hier irgendwo so Abmachwaffen? Hier, ja, Munition habe ich noch. Oh, 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 oh. Haben wir den? Jo. Alter. Okay. Cool bleiben. Ganz cool bleiben. Haben wir. Können wir jetzt hier irgendwo aufladen, bitte? Die sind doch überall so Aufladehannese. Okay. Ich glaube, hier sind auch irgendwo Feinde, weil es klingt so. Jedenfalls ist die Musik sehr, sehr dramatisch. Aber anscheinend. Nee, okay, gut. Wohin? Wohin? Dahin? Muss ich hier lang? Ich brauche die Codes.
Biomodul wird die neueste Generation von Maschinensoldaten gebaut. Soweit wir wissen, gibt es von dort aus einen Zugang zur Kommandozentrale. Aha. Project Venus. Okay. Bin ich hier richtig? Muss diese Entschlüsselungscodes finden und dann weg von diesem öden Ort. Ist doch schön hier. Was ich für ein Ninja bin manchmal, ne? Okay. Ich drucke jetzt die Entschlüsselungscodes aus. Sie haben es geschafft, Blazkowicz. Und jetzt mach, dass du auf die Erde zurückkommst, William. Okay. Er wird dich nach War hier nicht so ein Energieding? Okay, ist eh fast voll. Weiter geht's. Ab auf die Erde, Alter. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe jetzt durch Zufall draufgeklickt, weil ich irgendwas aufheben wollte. Aber mir soll es recht sein. So, Freunde. Ich hab die Codes. Wir können gehen. Mit wem redest du? Ich weiß nicht genau. Mit dir? Wer ist denn dir? Oh. Zack. Flink wie ein kleines fucking Ninja-Wiesel. Piraten können da null mithalten. Da könnt ihr mir sonst was erzählen, Freunde. Ich glaube, ich muss da lang. Aber vorher... Haben wir hier volle Munition? Jo. Okay, brauchen wir also nicht. Tschüss. Lass zu. Ich muss hier doch nicht lang. Ah, ja. Ob ich... Hä? Wessen? Tot? Durch die Treppe durch, Alter. Durch die Treppe durch. Trickshot. Wo lang? Ich will noch Sachen aufsammeln. Ich will noch Sachen aufsammeln. Gib mir Sachen. Ich bin süchtig nach Sachen, die lustig blinken. Okay, dann nicht. Wo muss ich nochmal lang? Hier. Nee. Hier. Nee. Hier. Nee. Hier. Nee. Ah! Erstmal schön ins Beinchen, ne? Lass mich mal gucken. Hab ich. Brauch ja nicht noch so ein Ding. Augenring. Geil. Mehr? Nein. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir müssen auf die Erde. Ach shit. Den kann man doch nicht besser töten. Bam. Yeah. Wie ein fucking König. Damals hätte man gesagt wie Rambo. Aber das ist ja heutzutage auch nicht mehr modern, ne? Vor allem das letzte Rambo-Spiel ging ja gar nicht. Läuft jetzt Mucke gerade, ja, ne? Guck mal. Wir singen mit. Das ist... Oh, shit. Ich hab keinen Raum anzuhören. Oh, oh. Brauchen wir nicht einen Raumanzug? Ist da hinten zu? Ach, scheiße. Luft anhalten, oder was? Nee, anscheinend ist hier zu. Haben wir die? Oh, oh, keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Hier liegt noch keine Munition mehr.
Okay, wir machen es anders. Ich benutze sie eh zu selten. Aber ja. So, hat jetzt noch irgendwer irgendwas zu sagen hier? Haben wir jetzt hier wieder genug? Oh, absolut nicht. Aber ich glaube, wir werden hier genug Leute natzen. Zur Not halt auch mit dem Messer. Oh. Rüstungs. Also ich glaube, Leute, übrigens, so mal als kleiner Tipp an euch von mir. Ich werde, wenn ich dieses Spiel fertig Let's Play habe, wahrscheinlich nicht sofort, aber ich werde es nochmal spielen auf schwierigster Schwierigkeitsstufe. Da. Wo? Da. 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 Ach. Ich hab doch gesagt, ich bin Ninja. Braucht ihr mir gar nicht kommen zu einer Scheiße hier. Das sind größerer wieder. Den kriegen wir aber auch noch irgendwie weg hier. Zack. Kriegen wir den? Ist er schon tot? Jetzt. Hier ist Energie. Hier waren wir ja vorhin schon. Fertig geladen. Okay, wo muss ich hin? Hier lang. Hinak. Abflug. Hier war irgendwo Abflug. Stirb, du Sau! Ach ja, so. Einmal aufladen bitte. Und weil ich habe Angst, dass wir da gleich noch Leute treffen. Und jetzt war das hier. Wo ging das lang? Hier. Oh oh, da muss ich rein, ne? Muss ich da rein? Muss ich da rein? Wie geht's denn hier rein? Wie geht's nicht rein? Ah ja. Oh shit. Okay, warte. Wir kleben da dran, ne? Oh, ich bin gleich tot. Oh, ich bin. Ach shit! Okay, wie ist das jetzt passiert? Was hätte ich da jetzt besser machen können? Hatte ich so wenig Leben? Kann doch gar nicht sein. Wollt ihr mich verarschen da draußen? Okay, wo fangen wir an? So, wir haben 100 Leben und 3. Was? Neue Welt laut Studio friedlich und wohlhabend. Ja, genau. Gut, also was hätte ich ja machen sollen? Der hier hat mir, glaube ich, ein bisschen was abgezogen. Okay, das haben wir erledigt. Wir haben noch ziemlich viel Leben. 100 Leben, 25 Rüstung. Wir holen uns jetzt hier ein bisschen Energie. Gucken wir uns hier nochmal um. Hier haben wir noch mehr Leben. Und da wir ja jetzt wissen, dass da die Tür aufgeht, können wir auch noch coolerweise, cool wie wir sind, hier sowas machen. Rüstung, das habe ich mir gedacht. Und Rüstung. Sehr gut. Granate. 100 Leben, 100 Rüstung. Komm raus. Nein! Trotzdem ganz gut explodiert, glaube ich. Keine Granaten mehr. Okay, jetzt haben wir noch 96 Leben, 100 Leben wieder aufgeladen. Oh, das sind mehrere. Ach du Scheiße. Und die Energie hier ist alle. Wir haben hier Energie. Ach, Hinak. Okay. Wo so lang? Hier. Hört er eigentlich irgendwann auf zu schießen? Nee. Ah, Kopf frei. Geil. Oh, oh. Können wir das wegwerfen vielleicht? Oh, schnell rein. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Hallo? Was ist denn für eine Warnung? Oh. Kommandozentrale London Nautica, Transporter Nummer 4. Meine Ladung ist zerstört. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und kam gerade noch mit dem Leben davon. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammter Mist, er ist im Schiff! Oh! Oh! Transporter 4, melden Sie sich. Transporter 4. Was ich alles in diesem Leben gesehen habe. Üble Scheiße, die dir den Magen umdreht. Dein Haar grau werden lässt. Okay, Captain Cowboy, Roger. Hier spricht Ihr Kumpel Klaus Kreuz im Wagen auf dem Weg zum London Nautica. Gehen Sie nach unten zu den Parkplätzen, dann sammle ich Sie ein. Roger? Ich habe 1000 Schlachten gesehen.
Das London Nautica eröffnet das Feuer. Ich glaube, die schießen auf Sie. Ich habe die Sonne auf 5 Kontinenten untergehen sehen. Ich habe Staub vom Mond aufsteigen gesehen. Aber alles, was ich will, ist dich wiederzusehen. Tageslicht, kalte Luft. Scheinbar lebe ich immer noch. Scheiße! Ich will hier raus! Was muss ich tun? Die Tür kann ich nicht öffnen! Die Tür kann ich nicht öffnen! Nedi! Nedi! Ich glaube, das ist nicht mein Kumpel. Oh. Spiel. Was, du siehst mich? Das wollen wir doch gleich mal ändern. Ui. Ich glaube, das war jetzt nicht so gut. Da ist noch so ein Viech. Nee, das ist einfach nur so ein großer Shotgun-Man. Den hauen wir gleich. Oh. Guck mal einer an, wir haben ja noch den Raketenwerfer da dran, ne? Können wir mal jetzt langsam... Raus das Signal, ne? Kann das sein? Sag mal, Digga! Signal kaputt! Oh shit, was kannst du denn hier? Mehr? Wo denn? Ah! Und gleich tot. Leben! Wir brauchen Leben. Ich brauche Energie! Roger. Ja, warte auf mich. Okay, Leute. Das war's für die Folge. Es ist unglaublich spannend. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich jetzt hier aufhören muss. Aber der Rest kommt dann in der nächsten Folge. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss. Oh.